Mein Name ist Tim Christoffel. Ich unterstütze Menschen als Life Coach und ich unterstütze sie dabei, Hindernisse zu überwinden, in ihre Kraft zu kommen und glücklich zu sein. Mit dem Beruflichen, in ihrer Beziehung oder in ihren Beziehungen und mit sich selbst. Ja, mir bringt es sehr viel Spaß im Coaching, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, was für Potenziale in den Menschen stecken, was für verborgene Stärken da sind und dann auch gemeinsam daran zu arbeiten, diese Schätze zu bergen und wirklich auch im Alltag so in die Aktion zu bringen. Also ich interessiere mich ja sehr für das Thema Entwicklung, auch für meine eigene, und mir bringt es einfach auch irrsinnig Spaß, neue Sachen zu lernen, auch eben im Bereich Coaching, neue Methoden zu lernen, neue Ansätze zu lernen. Und seit ich selbstständig bin als Coach, seit 2006, also jetzt seit 10 Jahren, bilde ich mich eigentlich laufend weiter. Also ich glaube, ich habe schon, was weiß ich, über 1500 Stunden Weiterbildung. Und ich habe dabei festgestellt, dass es gibt natürlich sehr viele Coaching-Methoden und manche Leute suchen auch vielleicht nach einem Coach, der eine bestimmte Methode kann. Aber die Methoden sind nicht das, worauf es wirklich ankommt beim Coaching. Sondern was noch wichtiger ist, ist, dass man überhaupt ein Verständnis hat, so der Zusammenhänge zwischen den Gedanken, den Gefühlen und vielleicht auch so dem größeren Ganzen. Ich praktiziere seit 15 Jahren Yoga. Und bei Yoga stellt man sich sowas vor, also die meisten haben da eher ein Bild von Körperübungen, aber Yoga, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, geht es auch sehr in den geistigen Bereich rein. Also es gibt, man kann sagen, es gibt auch sowas wie Mind-Yoga und das fließt natürlich auch bei mir ins Coaching ein. Es gibt zum Beispiel in der Yoga-Philosophie so den Grundgedanken, dass unser Naturzustand ist, glücklich zu sein. Dass wir also dieses Glücklichsein gar nicht hervorzurufen brauchen, sondern dass wir nur das quasi, was uns den Weg dazu verbaut, mit dem wir uns quasi das zubauen, dass wir das wieder wegschieben müssen. Also genauso wie die Sonne eigentlich immer scheint und nur Wolken davor sein können, und dann bekommt man den Sonnenschein nicht ab. Man kann mit jedem Thema zu mir kommen. Auf das Thema an sich kommt es nicht an, weil die Art und Weise, wie ich arbeite, themenunabhängig ist. Aber es gibt natürlich bestimmte Themen, mit denen häufig Leute zu mir kommen. Ein Thema, mit dem man zu mir kommen kann, ist, wenn man in bestimmten Situationen, das kann beruflich sein, das kann privat sein, Stressemotionen hat, die einen einschränken. Und man deshalb einfach nicht voll man selbst sein kann und mit seiner mit dem, was man kann, mit den Qualitäten, die man hat, einfach in der Situation, die nicht zur Verfügung hat. Es kann sein, dadurch, dass man leicht auf die Palme gebracht wird oder dass es einem einfach unwohl ist in der Situation. Und sowas kann man im Coaching gut bearbeiten, um die Menschen dann wieder in ihre Kraft zu bringen in diesen Situationen. Ein weiteres Thema, mit dem ich gerne arbeite oder wo ich Leute gerne unterstütze, ist das Thema Stärken und Talente, Begabung. Viele sind sich ihrer Begabung, Talente gar nicht bewusst, zumindest nicht in dem Maße, wie sie es sein könnten, und nutzen sie nicht in dem Maße, wie sie es könnten. Und Menschen, die da Unterstützung haben wollen, kommen auch zu mir ins Coaching. Und das kann nützlich sein, sowohl in Bezug auf berufliche Orientierung, dass man sagt, okay, vielleicht will ich mich beruflich nochmal anders entwickeln oder will vielleicht in dem, was ich mache, nochmal durchstarten und da erfolgreicher sein und meine Stärken dafür nutzen. Aber es kann genauso auch in der Partnerschaft oder in der Familie sehr nützlich sein, sich das mal anzugucken, um auch sich gegenseitig nochmal anders kennenzulernen. Also den Partner oder vielleicht auch Familienmitglieder, vielleicht auch die Kinder oder vielleicht sogar die Eltern, nochmal anders kennenzulernen mit diesem Blick auf Stärken.
der Unterschied zwischen Menschen, die ins Coaching kommen und Menschen, die kein Coaching in Anspruch nehmen, ist nicht, dass die einen, die ins Coaching kommen, jetzt irgendwie mehr Probleme hätten oder mehr Themen hätten, sondern eigentlich jeder Mensch hat im Leben Hindernisse und es gibt eigentlich immer irgendein Thema, wo jemand dran knuspert. Wenn man mal genau hinguckt, es wird vielleicht dann nicht drüber gesprochen, aber irgendetwas gibt es eigentlich bei fast jedem immer, wo gerade irgendwie was nicht so ganz so gut ist und wo man sich was anderes wünscht. Und der Unterschied zwischen den Menschen, die ins Coaching kommen und denen, die es nicht tun, ist einfach nur, dass die ins Coaching kommen, Lust haben, sich dabei unterstützen zu lassen bei diesem Überwinden des Hindernisses, das gerade aktuell ist. Wenn Sie Interesse haben, ich bin gern für Sie da. Ich lade Sie ein, mich unverbindlich kennenzulernen. Rufen Sie mich einfach an und wir können dann gleich herausfinden, ob ein Coaching für Sie Sinn machen würde.